Moin, ich bin Tilman von der Radlbande. Das hier ist das Bergamont eCargoville LT Expert. Und hinter diesem sperrigen Namen befindet sich Bergamonts Idee eines vielseitig einsetzbaren Longtail Cargo Bikes. Und das gucken wir uns heute mal ganz genau an. Das Hamburger Unternehmen Straight From St. Pauli hat drei Cargo-Bikes im Programm. Einmal das eCargoville LJ, das ist ein Long John, das eCargoville Bakery und dieses hier, das eCargoville LT, also Long Tail. Und in diesem Video werden wir das Rad uns einmal ganz genau angucken. Zuerst gehe ich auf die ganzen Daten und Fakten ein, dann zeige ich euch die vielen coolen Details und Features und dann werde ich eine Runde damit drehen. Das wird allerdings nicht das einzige Video zum Bergamont eCargoville LT Expert sein, sondern am Ende der Testphase werde ich das Rad einmal bewerten. In einem zweiten Video, wo ich dann auf unsere Erfahrungen eingehe und nach der Radlbande Bewertungsmatrix vorgehe. Abonniert also auf jeden Fall diesen Kanal, um das nicht zu verpassen. Gehen wir jetzt erstmal auf die Daten und Fakten des Bergamont eCargoville LT Experts ein. Und ich werde es der Einfachheit halber einfach LT nennen. Das LT ist ein Longtail Cargo Bike. Es sieht also auf den ersten Blick so aus wie ein normales Fahrrad. Erst wenn man weiter nach hinten guckt, dann sieht man, dass es irgendwie verlängert ist. Das liegt daran, weil es hier hinten einen sehr langen und stabilen Gepäckträger hat. Der Rahmen besteht aus Aluminium und wird mit einer Stahlgabel kombiniert. Das LT hat eine Gesamtlänge von etwas über 2 Metern, ein Eigengewicht von knapp 37 Kilogramm in der Grundausstattung und eine zulässige Gesamtlast von 190 Kilogramm. Vorne und hinten sind 26 Zoll Räder mit Schwalbe Supermoto X in 62 mm Breite verbaut. Das LT ist ein Pedelec mit einem Bosch Performance Line Motor der dritten Generation. Das ist ein 250 Watt Motor mit 65 Newtonmeter Drehmoment, der bis 25 km/h unterstützt. Der Motor wird mit einem oder zwei 500 Wattstunden Akkus mit Energie versorgt und wird mit einem Kiox-Computer bedient. Die Kraft des Motors geht an eine Shimano Deore XT 12-fach Kettenschaltung mit einer 10 bis 51 Zähne Kassette, also eine sehr große Bandbreite. Bei den Bremsen kommen die Magora CME 5 Vierkolbenbremsen zum Einsatz, die mit 203 und 180 mm Scheiben kombiniert werden. Busch und Müller steuert die Beleuchtung bei mit einer IQXX vorne und einem Toplight 2C hinten. Gehen wir jetzt mal auf die Geometrie und die Sitzprobe beim LT ein. Erstmal, wir haben hier einen Einstieg von etwa 70 cm. Hier ist natürlich deutlich weniger, hier ist es deutlich mehr, aber etwa hier an dieser Stelle sind 70 cm Durchstieghöhe, die man überwinden muss, um auf das Fahrrad zu kommen, denn hier hinten rüber ist es ein bisschen schwierig. Das LT gibt es in zwei Rahmenhöhen, einmal 47 cm und diese hier, die 53 cm Variante. Genaue Größenangaben macht Bergamont nicht, was für wen irgendwie geeignet ist. Aber die minimale Sattelhöhe bei dem 53 cm Modell ist 63 cm und die maximale Sattelhöhe sind 86 cm mit der originalen Sattelstütze und dem originalen Sattel. Mit einer längeren Sattelstütze kommt man natürlich noch ein Stückchen weiter raus. Wenn verschiedene Leute dieses Fahrrad fahren müssten, gibt es nicht nur die Möglichkeit, den Sattel in der Höhe zu verstellen, sondern auch den Vorbau in der Neigung zu verstellen, sodass er etwas höher und näher rankommt oder etwas tiefer und weiter weg. Dafür ist allerdings Werkzeug notwendig, sodass das nicht mal eben schnell gemacht ist. Man kann aber einen ganz guten Kompromiss zwischen den verschiedenen Fahrern und Fahrerinnen finden. Überwinden wir mal den 70 cm hohen Einstieg. Nehmen das Rad vom Ständer runter und setzen uns drauf. Und hier könnt ihr jetzt erkennen, diese 86 cm, die sind minimal zu niedrig für mich. Ich bekomme mein Bein nicht in den Winkel, indem ich es gerne hätte. Das ist einfach der minimal, also wirklich minimal zu kurzen Sattelstütze geschuldet. Aber insgesamt komme ich sehr gut damit klar. Und die Sitzposition ist relativ aufrecht. Sie ist nicht ganz aufrecht, aber definitiv nicht sportlich. Mir gefällt sie ganz gut. Sie ist relativ variabel. Also verschiedene Fahrerinnen und Fahrer dürften damit glücklich werden. Und wenn man den Vorbau, wie gesagt, noch in der Höhe verstellt, könnte ich sogar in eine solche richtig aufrechte Position kommen. Ja, das sind die Daten und Fakten. Jetzt gehen wir mal auf die Details und Features ein. Und wir beginnen mal mit den Akkus, denn hier gibt es ein paar Besonderheiten. Hier bei dem Testbike ist der optionale Long Range Adapter befestigt oder mit dran gebaut, der es ermöglicht, hier hinten einen zweiten 500 Wattstunden Akku mitzuführen, der auch gleich dann die Energie ins System speist. Das ermöglicht Reichweiten von deutlich über 100 Kilometern, was natürlich auch dem effizienten Antrieb geschuldet ist. Aber
das ist nicht die einzige Besonderheit, denn ihr fragt euch vielleicht, na, wo ist er denn? Wo ist denn der Hauptakku? Der ist nämlich hier hinter dieser schwarzen Klappe, die dann noch so ganz nett beklebt ist. Das hat man natürlich sofort gesehen, hier drunter befindet sich der Akku. Aber dann ist er hier so in das Unterrohr, ich würde mal sagen, teilintegriert. Und hier diese Klappe schützt ihn dann vor, naja, zumindest neugierigen Blicken. Und es fügt sich ganz gut in das Gesamtbild ein, besonders mit dieser Klappe. Die ist aus so ganz relativ weichem Kunststoff, klappert während der Fahrt nicht und lässt sich hier ganz einfach dann wieder andrücken und ist dann auch fest. Aber zum Aufladen muss man die Akkus trotzdem nicht rausnehmen, sondern hier hinter dieser kleinen Lasche befindet sich der Stecker, um die Akkus auch am Fahrrad direkt aufzuladen. Gucken wir uns noch einmal diesen Deckel an, denn hier befindet sich eine weitere Besonderheit, nämlich so zwei Montagepunkte. Und an diesem Rad hat jemand mitentwickelt, der genauso wie ich ein großer Liebhaber von Montagepunkten ist. Wir haben Flaschenhalteraufnahmen hier, 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 hier und hier. Also da kann wirklich jeder World Tour Profi seine komplette Flaschensammlung auf einmal verstauen. Hat jemand verstauen gesagt? Beim Longtail gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten in der Konstruktion. Entweder der lange Gepäckträger hier hinten ist ein Teil mit dem Rahmen, ist quasi in das komplette Rahmenkonstrukt integriert. Oder so wie hier, dass ein großer Gepäckträger auf dem regulären Fahrradrahmen sitzt. Und bei dem LT ist es tatsächlich so, dass der vordere Teil des Fahrrads regulär aussieht wie irgendein anderes Fahrrad. Erst wenn man hinter das Tretlager guckt, merkt man, da ist irgendwas Besonderes. Und der Rahmen geht dann hier ganz einfach, wie ihr das hier seht, runter. Und da drauf sitzt dieser riesige, beinahe martialisch anmutende Gepäckträger. Der Gepäckträger hier hinten darf bis 54 Kilogramm belastet werden. Und das Testbike ist wirklich in vollem Ornat. Mit voller Ausstattung, alles, was der Bergamont-Zubehörkatalog zu bieten hat, wurde hier verbaut. In der Standardausstattung ist dieser mittlere Teil des großen Gepäckträgers hier integriert und auch der große Frontgepäckträger. Und den gucken wir uns jetzt mal zuerst an. Die Tasche nehme ich erstmal runter, die zeige ich euch gleich. Der ist aus Aluminium, ist hier richtig schön dicke Streben mit einer schwarzen Beschichtung. Und dieser Gepäckträger ist bis 15 Kilogramm freigegeben. Und es mutet auch so ein bisschen hanseatisch an. Hier ist so eine richtig schön feine Yachtbeplankung, ne, aus Bambuslaminat, damit auch die Tasche, die hier drauf liegt, es richtig schön gemütlich hat und so ein bisschen Hamburger Flair verbreitet. Es passen Kisten oder Taschen von etwa 30 x 40 cm drauf und auch nach oben ist genug Platz, damit man über die Sachen drüber lenken kann. Und natürlich passt diese Tasche da drauf, die ich euch gleich noch zeigen werde. Aber die Musik spielt bei Longtails natürlich ganz besonders hier hinten. Ansonsten hießen sie ja Long Noses. Auf jeden Fall ist das Bike hier, wie gesagt, in der Vollausstattung. Der obere Rahmen hier bietet Platz für eine Eurobox hier in 40 cm Breite und in 60 cm Länge. Und die obere Reling ist auch sehr stabil gestaltet. Wir können hier sehen, das ganze Fahrrad lässt sich ganz einfach damit hin und her wackeln. Und hier sind noch mal mehrere Verstrebungen, wo sich auch Dinge ganz einfach vergurten lassen. Und besonders schön und fassen sich auch sehr gut an, sind diese Polster hier, die hervorragend dafür geeignet sind, wenn sich hier kleine Passagiere hinten drauf befinden. Thule-Sitze wie dieser hier lassen sich auch ganz einfach auf dem Gepäckträger dank des Easyfix-Systems befestigen. Einfach hier draufsetzen, zack, festdrehen und fertig. Aber es gibt auch die Möglichkeit, hier ein kleines Sitzpolster zu befestigen. Das ist ebenfalls genial, weil es sich einfach mit Klett abnehmen lässt. Das heißt, wenn es draußen regnen sollte, nimmt man es einfach ab und wenn man Passagiere mitnehmen möchte, dann klettert man es nach Bedarf einfach drauf. Auch wenn man häufiger wechseln muss zwischen kleinen Passagieren, die allerdings schon so im Sitz ausgewachsen sind, und Euroboxen zum Beispiel, kann man einfach hier die Klettbasis belassen und nimmt einfach die Polster immer raus. Aber es ist nicht nur Platz für einen Kindersitz, sondern auch zwei Kindersitze finden hier hintereinander Platz, weil es zwei von diesen Fenstern gibt. Es lassen sich aber auch Sitze montieren, die von außen gegen den Gepäckträger kneifen. Für etwas größere Kinder gibt es dann auch hier unten diese Trittbretter, die ebenfalls hier mit so einem Bambuslaminat ausgestattet sind und auch hier so ein bisschen Schmirgelpapier, falls man mal schnelle Holzarbeiten oder so erledigen muss. Auf jeden Fall ist das auch wiederum ein sehr, sehr stabiler Rahmen, der dann hier unten an dem Gepäckträger befestigt wird. Also der Gepäckträger und alle Anbauteile sind insgesamt sehr stabil gefertigt und sehen auch, finde ich,
ziemlich martialisch aus. Aber das coolste Zubehör sind eigentlich diese Taschen hier. Und die haben so viele Funktionen und die sind so ausgefeilt, dass ich denen eigentlich ein eigenes kleines Kapitel widmen möchte. Man kennt das ja von verschiedenen Longtails, dass die Gepäckträger vorne und hinten verschiedenes Zubehör haben und auch mit Taschen ausgestattet werden können. Bergamont hat allerdings was ganz Besonderes gemacht und die Taschen so variabel wie möglich gestaltet. Erstmal ist diese Tasche, wirkt erstmal relativ locker, aber die ist mit zwei Schnappverbindungen hier fest mit dem Gepäckträger verbunden, sodass man sie einfach abnehmen und wieder draufsetzen kann und man trotzdem nicht befürchten muss, dass sie irgendwie abhauen. Gleichzeitig ist diese Tasche natürlich wasserdicht und hat noch einige weitere interessante Funktionen. Eine Funktion zum Beispiel ist hier unten eine Laptop-Tasche. Sollte natürlich ein stabiles Laptop sein, wo auch Sachen draufgelagert werden können, aber hier ist noch so ein verstecktes Fach, das ebenfalls abgedichtet ist, sodass auch kein Wasser eintreten kann. Dann ist hier vorne natürlich das kleine Bergamont-Logo drauf, das sieht sehr schick aus und auch eine kleine Tasche, wo kleinere Dokumente oder Karten zum Beispiel reinkommen können. Aber wenn man so eine Tasche abnehmen möchte, dann muss man sie natürlich auch irgendwie transportieren können. Und hier hat die Bergamont-Tasche nicht nur solche Handgriffe, sondern man kann sie sich auch ganz einfach um die Schulter legen. Oh yeah! Der Riemen ist natürlich dann auch in der Länge veränderbar, sodass auch große und kleine Menschen diese Tasche einfach sich um die Schulter legen können, aber die hat auch so viel Platz drin, dass sie sich auch einfach irgendwie als sogenannter Weekender oder so eignet. Auf jeden Fall bekommt man da auch seine Sportsachen rein etc. Also man kann die Tasche einfach packen, macht sie dann zu, so ein bisschen hier mit dem Roll-Top, verschließt sie, kann sie dann mitnehmen, stellt sie drauf, verknotet die ganz schnell, beziehungsweise klickt die beiden Klickverbindungen ein. Das geht jetzt gar nicht so schnell. Und schon ist die Tasche hier sicher drauf befestigt und kann nirgendwo hin. Das ist mega cool und das habe ich auch noch vergleichbar noch nirgendwo anders gesehen. Das war die vordere Tasche, aber die hintere ist fast noch interessanter. Erstmal ist cool, dass die so designt ist, dass sie hinter diesen Kindersitz passt. Viele Taschen sind so designt, dass der Kindersitz da irgendwie reingehen muss. Nicht so bei dem Bergamont, sondern die Tasche lässt sich hier einfach hinter dem Kindersitz befestigen und ist trotzdem groß genug. Dann ist das hier nicht nur eine einfache Packtasche, sondern sie hat hier draußen auch noch dieses Netz, das man beliebig, ja nicht ganz beliebig, aber doch stark erweitern kann für alle möglichen Gegenstände, irgendwie ein Billigregal oder so. Oder falls man am Wochenende mal mit dem Surfbrett an die Eisbachwelle fahren möchte. Von Hamburg natürlich aus, ne? Während die meisten Packtaschen bei Longtails fest mit dem Fahrrad verbunden sind, lässt sich diese Tasche, und das ist der Clou, ganz einfach abnehmen. Der wird hier einfach so rangehängt. Mit Hilfe dieser drei G-Haken hier. Und dann kann man die ganz einfach abnehmen und mitnehmen. Und das ist natürlich ganz besonders dann spannend, wenn man einen größeren Einkauf hat, den man dann irgendwie nach oben tragen muss. Dann muss man keine extra Taschen mitnehmen, sondern nimmt sich dann diese Tasche einfach mit. Und hier haben wir dann, wie bei der vorderen Tasche auch, eigene Tragegurte, sodass man sie einfach mitnehmen kann. Oder aber, und das ist noch viel cooler, hier drunter befinden sich Riemen, sodass man diese Tasche als großen Rucksack tragen kann. Und das ist echt genial. Also ich habe bisher noch keine Seitentasche bei einem Longtail gesehen, die so variabel sich tragen und einsetzen lässt. Ja, und damit das ganze Gurtgeraffel dann nicht in die Speichen kommt, gibt es dann hier diese Klappe, die man ganz einfach wieder schließen kann. Aber wir sind natürlich noch nicht fertig. Diese Tasche ist ebenfalls wasserabweisend, hat hier diese drei Schnappverschlüsse und bietet auch eine riesige Kapazität, also die ist richtig groß. Und hier drin ist dann noch eine weitere Tasche, wo man ein Notebook oder irgendwelche anderen Unterlagen oder irgendwas Flaches eben reinstecken kann, sodass das nicht wild in der Packtasche umherfliegt. Also wirklich ein geniales Ding. Das sind die ganzen Daten und Fakten, Details und Features zum Bergamont eCargoville LT Expert. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie sich das Ding fährt. Alles ist vorbereitet für die Fahrt mit dem Bergamont eCargoville LT und ich zeige euch nochmal so ein paar Kleinigkeiten, die ich in dem Video noch nicht erwähnt hatte. Und zwar auf der einen Seite hier diese Netze, die sorgen dafür, dass natürlich so eine Ladung richtig gut gesichert ist und auch hier die Eurobugs, das könnt ihr jetzt hier sehen, sitzt hier richtig schön auf den Gepäckträger drauf, passt hier genau in diesen Rahmen rein und fasst natürlich meine beiden Mitarbeiter,
die auf ein Gesamtgewicht von ca. 40 bis 45 Kilogramm kommen, also schon relativ schwer hier hinten drauf. Dann vorne gibt es aber noch so ein kleineres Netz, mit dem wir auch irgendwelche anderen Taschen auf diesem Frontgepäckträger einfach dran zurren können, ohne dass wir mit irgendwelchen Spanngurten oder so arbeiten müssen. Das ist ziemlich cool. Die halten auch ziemlich fest, diese Haken, und sind genau für diesen Rohrdurchmesser gemacht. Also insgesamt eine super Sache. Und wir werden jetzt eine Runde drehen. Turbomodus und kleiner Gang. Und wir prüfen jetzt mal die Beschleunigung hier auf gerader Strecke. Und zack, sind wir bei 25 km/h. Also es geht nicht so unglaublich vehement vorwärts, wie man das von einem Bosch Performance CX zum Beispiel gewöhnt ist. Da fehlt dem Performance Liner doch ein bisschen Drehmoment. 27 km/h laut Tacho, wahrscheinlich so ziemlich genau 25. Leichter Rückenwind, dann fährt es sich natürlich ganz einfach. Einer der ersten Tests jetzt natürlich der Jerusalemsberg. Wie gut kommen wir da hoch? Turbomodus, kleiner Gang und los geht's. Genau, nicht so viel Belastung aufs Pedal, sondern einfach ganz entspannt treten. Der Motor sollte den größten Teil der Arbeit übernehmen. Hier im flachen Teil 23 km/h. Jetzt geht's stärker berghoch. Ich muss jetzt einen Gang runterschalten. Hohe Trittfrequenz 19 km/h, 18 km/h, 17 km/h. Jetzt wieder 18. Kurz die eigene Leistung. 270, 280 Watt. Das ist bei Bosch immer ein bisschen hoch angesetzt, aber 19 km/h, 18 km/h. Der Motor wird nicht viel langsamer. Also der Performance Line Motor. Der scheint ganz gut auszureichen für diese Art Fahrrad. Hier bei solchen unebenen Strecken, da merkt man schon, wie die Ladung hinten drauf so ein bisschen hin und her hüpft. Das ist einfach ja, dem Umstand geschuldet, dass es da hinten einfach nicht gefedert ist. Das Fahrverhalten würde ich jetzt auch gerade mit der Beladung hinten drauf als sehr gutmütig bezeichnen. Der Lenker fühlt sich nicht wackelig an, sondern ist sehr spurstabil. Könnte sogar ein bisschen kurze Zeit mal die Hände vom Lenker lassen, aber dann merkt man schon, das Gewicht des Fahrrads, das sorgt dafür, dass der Lenker so ein bisschen anfängt zu schlackern. Aber man kann das Rad vom Lenken her sehr gut unter Kontrolle halten, selbst wenn man es schwer belädt. Allerdings merkt man schon, dass der Schwerpunkt jetzt mit der Belastung hinten drauf relativ hoch liegt. Das habe ich auch bei den Fahrten mit den Kindern schon gemerkt, aber es ist doch gut kontrollierbar während der Fahrt. Aber man merkt schon, dass es deutlich schwergängiger geht als im leeren Zustand. Also die Zwölffachschaltung schaltet echt gut und knackig durch. Man findet immer einen richtigen Gang, das ist relativ fein abgestuft. Und der Vorteil ist auch, dass diese Kettenschaltung natürlich kaum Verluste hat. Insofern fühlt sich das Fahrrad selbst mit so einer schweren Beladung doch recht spritzig an. Jetzt mal ein bisschen Kopfsteinpflaster. Und auch das übernimmt das Rad ohne Probleme. Nur die Kamera, die ist halt ein bisschen verrückt, was ich sagen wollte. Auch Kopfsteinpflaster ist überhaupt kein Problem. Sorgt natürlich trotzdem, dass die Sachen vielleicht ein bisschen sich verschieben. Aber durch die dicken Reifen ist doch ein ganz guter Federungskomfort da. Und ich glaube auch, dass die Stahlgabel einiges von den Unebenheiten gerade bei so einem feinen Kopfsteinpflaster wegsteckt. Bei schwereren Kopfsteinpflaster oder wenn da so Steine rausragen oder größere Lücken sind, da kann natürlich dann können die Reifen das nicht mehr ausgleichen und dann hüpft man auch so ein bisschen. Hier ist halt auch nichts gefedert, weder der Lenker noch der Sattel noch die Ladung hinten. Insofern ist da durchaus noch Potenzial, was man etwas komfortabler machen könnte. Und wir fahren jetzt mal weiter. Ihr habt jetzt auch gerade vielleicht gesehen oder gehört, dass Schaltvorgänge auch bei sehr langsamen Geschwindigkeiten möglich sind. Ich zeige das jetzt mal. Ich fahre jetzt hier Fußgängergeschwindigkeit, kann schalten in kleinere Gänge, ganz die Kassette hoch. Also auch da braucht man sich nicht vorfürchten. Und was vielleicht auch auffällt, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, der Motor ist enorm leise. Der hat ein sehr, sehr zurückhaltendes, angenehmes Geräusch, gerade wenn man auch den Bosch Performance CX oder den Bosch Cargoline Motor kennt und daran gewöhnt ist, ist das ein deutlicher Unterschied. Der hier ist viel, viel leiser. So, und auch hier auf normalem, sanftem, festem Schotter fühlt sich das Rad zu Hause wie ein normales Fahrrad auch. Mal hier nicht zu nass machen, das schöne Gerät.
Wir machen jetzt gleich mal den Bremstest. So, Fullspeed, alles was das Rad hergibt. Da vorne bremsen wir jetzt von 25 runter auf. Jo, also hier ist das Rad eine ganze Ecke gerutscht. Ich bin voll reingelatscht in die Bremse. Vorne die 203 mm Scheibe, die verzögert richtig stark. Das Rad ist etwa 2 Meter lang. Ich habe da vorne beim Vorderrad gebremst und jetzt haben wir etwa 2,30 Meter zurückgelegt. Auch hauptsächlich deswegen, weil wahrscheinlich das Hinterrad etwas Haftung verloren hat. Ansonsten hätten wir noch einen kürzeren Bremsweg hinbekommen. Selbst wenn hier hinten viel Beladung drauf ist, dann kommt man auf jeden Fall sicher zum Stehen. Auf jeden Fall sehr beruhigend. Das ist der Fahreindruck zum Bergamont eCargoville LT Expert. Einem schönen Longtail. Es fährt sich sehr entspannt, es fährt sich sehr beruhigend, keine unangenehmen Überraschungen. Natürlich sitzt der Schwerpunkt etwas höher als bei Longtails mit 20 Zoll Hinterrad. Das ist aber nicht anders zu erwarten. Es fährt sich trotzdem sehr sicher. Man sollte aber aufpassen, dass man immer beide Hände am Lenker hat, damit man das Fahrrad sich doch nicht aufschaukelt. Die Gefahr ist trotz des stabilen Rahmens gegeben. Die 12-Fach-Kettenschaltung passt gut zu dem Rad. Hat eine riesige Bandbreite, das gefällt mir richtig gut. Da sollte man auch stärkere Steigungen relativ einfach hochkommen. Der Bosch Performance Line Motor hat natürlich nicht die Kraft des Performance CX, ist dafür aber sehr, sehr leise und in Verbindung mit dieser Kettenschaltung auch ausreichend kräftig. Ja, das ist so mein Eindruck vom Fahren. Jetzt gehen wir mal zu den Preisen. Das Bergamont eCargoville LT gibt es in zwei verschiedenen Versionen. Einmal die hier vorgestellte Expert Edition für 4.599 Euro und dann noch die etwas günstigere Edition Edition für 3.999 Euro. Da muss man eine teilweise deutlich abgespeckte Ausstattung in Kauf nehmen und das Fahrrad kommt in einem Anthrazit anstatt in diesem Weiß. Dieses Bike hier, also mit allem, was der Bergamont Zubehörkatalog so zu bieten hat, kommt auf einen Gesamtpreis von 5.508,60 Euro. Also mit den Taschen, mit dieser Reling, mit den Fußleisten, mit den Sitzpolstern, diesen Polstern etc. Das ist also dann die absolute Vollausstattung. Die ersten Fahrten mit dem Bergamont eCargoville LT Expert waren schon mal sehr vielversprechend. Ich bin aber mal gespannt, was wir in den nächsten Wochen mit diesem Rad so erleben werden. Ihr werdet sehen im zweiten Video. Stellt mal eure Fragen und Anmerkungen unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radlbande das nächste Mal auf Tour ist, ja dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.